Hallo, mein Name ist Marius Ebert. In diesem Video geht es um einen Prüfungsbereich aus dem Betriebswirt IHK und zwar um das Trennungsgespräch und was wir hier aufzeigen sollten, sind die Gefahren des Trennungsgesprächs. Zunächst einmal, was ist ein Trennungsgespräch? Ein Trennungsgespräch ist das Gespräch, in dem der Mitarbeiter erfährt, dass das Unternehmen sich von ihm trennen will oder muss. Und die große Gefahr ist Unsensibilität. Unsensibilität, stattdessen können Sie jetzt auch natürlich noch im Extremfall Zynismus schreiben. Also derjenige, der das Trennungsgespräch führt, verhält sich unsensibel oder gar zynisch. Und daraus resultieren dann große Gefahren für das Unternehmen. Eine große Gefahr ist die Sabotage. Der Mitarbeiter, von dem sich das Unternehmen gerade trennt, ist in seinen Gefühlen verletzt. Unsensibilität in dieser Situation führt zu verletzten Gefühlen. Und verletzte Gefühle sind immer gefährlich, weil man dem Menschen Schmerzen zufügt. Und aus diesem Schmerz sucht er einen Ausweg. Und den Ausweg, den Menschen suchen, der liegt oft hier: Sabotage. Und ein Mitarbeiter kann heute einen immensen Schaden anrichten. Viel, viel mehr als vor 10 oder 20 Jahren. Dann ein schlechtes Image. Der Mitarbeiter erzählt das weiter. Weißt du, wie die mich behandelt haben? Und ich habe 15 Jahre für dieses Unternehmen mich eingesetzt. Und jetzt stell dir vor, was die beim Trennungsgespräch zu mir gesagt haben. Und er sagt es nicht nur, sondern er verbreitet es im Netz. Er gibt eine schlechte Bewertung über das Unternehmen ab. Ja, das gibt es. Es gibt Bewertungsplattformen für Unternehmen. Dieser Mitarbeiter hat ein eigenes Blog und veröffentlicht diese Geschichte. Der braucht gar nicht zu lügen, der braucht nur die Fakten darzustellen und schon ist ein schlechtes Image da. Üble Nachrede. Ja, brauche ich, glaube ich, nicht mehr eigens zu erläutern, habe ich gerade schon erläutert. Und dann, weil der Mitarbeiter das natürlich auch seinen jetzt ehemaligen Kollegen erzählt, Demotivation, der verbleibenden Mitarbeiter. Es gibt eine Regel, die da sagt, schreiben wir es mal hier hin, bei den Gefahren, hier beim Trennungsgespräch zeigt das Unternehmen das wahre Gesicht. Zumindest wird es so empfunden. Ja, es wird so empfunden. Und so kann man in einer Stunde 15 Jahre kaputt machen, die der Mitarbeiter loyal hinter dem Unternehmen stand. Das geht. Ja, und das ist die große Gefahr, wenn man beim Trennungsgespräch unsensibel vorgeht. Ihre große Gefahr ist, dass Sie den Betriebswirt IHK zu diesem Gebiet gehört, dieses Thema, das ich hier aufgegriffen habe in diesem Video, beim falschen Anbieter machen. Auch Sie begeben sich in eine große Gefahr, dass es dort kein einheitliches Lernkonzept gibt, dass Sie ganz schnell in Verwirrungszustände geführt werden. Aus Verwirrung wird Verzweiflung, aus Verzweiflung wird Frustration, aus Frustration kann Depression werden. Ich meine das ernst. Ja, ich bekomme zu viele Mails von Menschen, die mir schreiben, hätte ich sie doch schon mal eher entdeckt, hätte ich doch den technischen Betriebswirt, den Betriebswirt, was immer bei Ihnen gemacht. Damit Ihnen das nicht passiert, hier der Hinweis. Gehen Sie zu www.spaßlerndenk.de. Dort finden Sie weitere Informationen über den Betriebswirt IHK ohne zu leiden. Mein Name ist Marius Ebert, vielen Dank.